Calvin ist ein ganz böser Junge. Das ist wieder ein typisch Mann. Nein, doch. Aus, nein. Doch, aber das möchte ich gar nicht sein, Alter. Ja, aber du bist so, du willst einfach nicht einsehen. Franzis Engelsseele ist für immer zerstört. Naja, ich dachte halt irgendwie, dass ich vielleicht ein bisschen was Besonderes für ihn bin oder keine Ahnung. Aber anscheinend doch nicht. Und Selina ist richtig wütend. Ich bin mega enttäuscht. Ich war auf 180. All das und noch einiges mehr gab es in der wundervollen 11. Folge von Are You The One? Reality Stars in Love 2022. Dem Format, bei dem 19 Deppen verzweifelt versuchen, Geld zu gewinnen und eigentlich die ganze Zeit nur dran scheitern. Und dass ich genau deswegen wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Halt, stopp! Genau, denn endlich gibt es bei mir auch mal ein Gewinnspiel, zusammen mit Instant Gaming. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung und räumt ein Spiel eurer Wahl ab. Und auch wer nicht gewinnt, kriegt da die günstigsten Spiele. Nadine Erdbeerkäse wäre auch begeistert. Und hier ist mein Mann seine Lieblingsecke, wo der immer an Laptop spielt. Am Ende der letzten Folge wurde der neue Kandidat Felix ja mit Ricarda zusammen in die Matchbox gesteckt, um zu gucken, ob die beiden ein Perfect Match sind. Was irgendwie merkwürdig wäre, weil die kennen sich ja erst seit 36 Sekunden oder so. Hier muss jeder sein Perfect Match finden, der andere früher, der andere später. Da hat sie natürlich recht. Und die in der Villa dürfen natürlich auch wieder dabei zugucken. Und eigentlich hoffen alle darauf, dass sie ein Perfect Match sind, damit man dem Geldgewinn ein bisschen näher kommt. Außer Maurice. Den wäre es eigentlich am liebsten, wenn Ricarda überhaupt kein Perfect Match hätte, außer ihm. Auch wenn er sie gleichzeitig scheiße findet. Aber naja, bei Maurice ergibt ja nie irgendwas Sinn. Wir haben jetzt einen Mann zu viel. Und das bedeutet, dass eine Frau zwei Männer als Perfect Match hat. Ich denke, dass die Ricarda mein Perfect Match ist, tatsächlich. Zitterst du aber? Ja, Bruder, ich bin Wahrscheinlichkeit mit ihr, ne? Ein Dings, Bruder, muss ich gleich raus, ne? Wenn ich jetzt der Zweite bin, sag mal, er findet sein Match und ich bin auch das Match von der Frau, dann krieg ich ja keine Kohle. Der Arme, das wäre ja wirklich schrecklich. Aber na gut, dann wurde die Spannung endlich gelüftet und wir haben erfahren, ob die beiden ein Perfect Match sind und Felix, nachdem er nur eine Minute in dem Format war, sofort wieder raus muss. So richtig überrascht hat das Ergebnis dann aber niemanden, oder? Ich wusste es irgendwie. Oh nein, damit sind die beiden auch nicht wie füreinander gemacht und zeugen bald Kinder, die dann auch im Trash-TV zu sehen sind. Aber eine Sache muss ich Felix ja wirklich mal zugute halten. Er war bisher der erste Mann, der, obwohl er jetzt nicht das Perfect Match von Ricarda ist, trotzdem mal was Positives gesagt hat. Hey, davon könnten die anderen sich bitte mal eine Scheibe abschneiden. Ja, natürlich glücklich, dass ich noch hier bleiben kann. Aber was soll ich sagen, ne? Also mit so einer Frau rauszugehen, wäre natürlich eigentlich ein 6 am Lotto. Wunderschön. Also mehr geht eigentlich nicht. Dann ist es halt so. Wundervoll. Tatsache bleibt aber natürlich auch, es gab schon wieder kein Perfect Match. Und so langsam wird es knapp, weil die Sendung schreitet ja weiter und weiter voran. Und eigentlich wollen die Reality-Stars ja unbedingt das Geld gewinnen. Klatschen tun sie aber trotzdem. Ich glaube, das machen die aus Gewohnheit, ne? Weil die einfach immer klatschen, egal was passiert. Ich weiß nicht, warum ich klatsche, aber... Warum sollen die klatschen? Ich weiß auch nicht, aber... Dass wir jetzt schon wieder ein No-Match haben, ist natürlich scheiße, weil wir sind keinen Schritt vorangekommen. 0,0. Es wird schwierig. Heute ist Halbzeit und es wird langsam kritisch. Wird langsam echt eng. Tja, aber auch hier können die anderen sich wieder ein Beispiel am neuen Felix nehmen. Denn kaum, dass der drin ist und bei der ersten Party teilnehmen darf, überlegt er sich ganz genau, wer sein Perfect Match sein könnte. Nur, dass er dabei leider nicht seinen Kopf benutzt, sondern das Denken eher eine Etage tiefer stattfinden lässt. Ja, Isabel auch eine absolute Bombe. So, und vom Optischen her ist sie wirklich schon so diese Top 3 mäßig. Ach so, ja, diese Top 3 mäßig. Okay, aber wenn wir gerade bei 3 sind, Felix, dann sag doch mal 3 Sachen, die dir bei Isabel richtig gut gefallen. Und für jede Sache, die du mehr sagst als 3, musst du mir und meinen Zuschauern dann 3 Euro überweisen. Ihre Brüste, ihre Lippen, ihre Haare, ihre Zähne, ihr Auge, ihr Herz, ihr Arsch, alles geil. Cool, damit sind wir alle reich und können uns dann ja weiter die wundervolle Party mit der wundervollen Musik geben. Auch wenn jetzt nicht unbedingt jeder was damit anfangen kann. Ich persönlich liebe ja Calvins verzweifelten Blick. Alter, das ist eine Musik hier, Alter, heute Abend. Ja gut, aber wenn die Musik nicht gefällt, dann tanzt man halt nicht, sondern spielt wieder irgendein bescheuertes Spiel. Und zum Glück haben wir ja Calvin und der hat auch gleich wieder eine richtig, richtig gute Idee. Und witzig, genau das gleiche Spiel habe ich früher auch richtig gerne gespielt. Allerdings war ich da 13, auf einer Klassenfahrt und ein bisschen dumm. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Wer würde
am liebsten mit wem, warum und wie in den Bum-Bum-Raum? Okay, das nenne ich jetzt aber mal eindeutige Regeln, die von Selina dann auch wirklich sehr eindeutig umgesetzt und beantwortet werden. Ich wollte das eindeutigerweise aber gar nicht so eindeutig wissen. Während wir Sex haben, wäre es schön, wenn du meine Füße in den Mund dabei hättest. Und danke, ich meine, danke. Hallo, hallo? Are you the one? Warum stehen in solchen Formaten eigentlich immer alle auf Füße und warum hat er gerade mit seinem Schuh telefoniert? Aber warte mal ganz kurz. Ja, hallo? Was, der Fußgott sagt, die Leute sollen jetzt kostenlos meinen Kanal abonnieren? Ja, ist okay, richtig aus. Der Nächste, der dann auch nochmal sehr offen darüber gesprochen hat, mit wem er in diesen Raum gehen würde, das war Kelvin. Und an dieser Stelle erinnern wir uns nochmal ganz kurz, dass er ja nach eigener Aussage in diesem Format ist, um wirklich jemanden für lange Zeit kennenzulernen, mit dem er dann vielleicht auch eine Beziehung führt. Blöd nur, dass er das halt immer wieder selbst vergisst. Ich würde heute am liebsten in den Boom-Boom-Raum gehen. Mit der Ricarda. Ja, mit Ricarda. Und irgendwie muss ich sogar sagen, würden die beiden meiner Meinung nach auch ganz gut zusammenpassen. Ricarda ist da leider allerdings völlig anderer Meinung. Die hat es, glaube ich, eigentlich nur auf Kelvins Wodka abgesehen. Wir sind einfach nur Bros und Trinkpartner und werden wahrscheinlich, wenn wir hier rausgehen, auch noch saufen zusammen, weil er ja auch vor ein paar Tagen noch was von Franzi wollte. Stimmt! Und vielleicht ist es dir im Take davor auch schon aufgefallen. Franzi hat irgendwie gar nicht so begeistert geguckt, als Kelvin das von Ricarda gesagt hat. Noch schlimmer. Ihre arme kleine Engelsseele zerbricht sogar endgültig. Naja, ich dachte halt irgendwie, dass ich vielleicht ein bisschen was Besonderes für ihn bin oder keine Ahnung. Aber anscheinend doch nicht. Oh nein, die Arme. Aber Kelvin ist sich wieder einmal absolut keiner Schuld bewusst, denn nein, er hat das ja nie so zu Franzi gesagt. Manchmal, glaube ich, leidet er aber auch einfach ein kleines bisschen an Amnesie, oder? Für was Ernstes habe ich hier gerade nichts in Aussicht. Habe ich zu der Franzi klipp und klar gesagt. Ich schwöre, soll mich der Blitz treffen. Naja, Kelvin, ich weiß jetzt nicht, wie ich dir das sagen soll, aber wenn ich jetzt der Gott des Donners wäre, dann wärst du ehrlich gesagt wahrscheinlich schon tot, weil du hast das schon zumindest angedeutet, Franzi gegenüber. Und Carina gegenüber ja streng genommen auch schon mal. Und die beleidigt Kelvin deswegen jetzt aufs Härteste. Das ist wieder ein typischer Fuckboy, Mann. Nein, doch. Aus, nein. Doch. Aber das möchte ich gar nicht sein, Alter. Ja, aber du bist so, du willst einfach nicht einsehen. Hallo, Kelvin, ein F-Boy. Ich meine, das ist ja wohl völlig absurd. Jeder weiß doch, dass der Frauen auf Händen trägt. Also zumindest bei bestimmten Stellungen. Trotzdem möchte er dann beweisen, dass er sich zumindest ein kleines bisschen verbessert hat und sucht deswegen nochmal Franzi auf und versucht, mit ihr Frieden zu schließen. Alles okay? Alles gut. Ja? Geht's dir gut? Ja. Sicher? Gut, trotzdem war Franzi ja sehr traurig und ich hatte eigentlich den deutlichen Eindruck, dass sie diese Akte mit Kelvin jetzt endgültig zuschlagen möchte. Am nächsten Morgen hat sie dann allerdings auch gleich wieder aufgemacht. Wahrscheinlich musste sie nochmal kontrollieren, ob sie ihren Namen auch vorne richtig geschrieben hat. Ich habe da einfach viel zu viel reininterpretiert jetzt im Nachhinein. Ich glaube, Kelvin denkt halt manchmal nicht ganz nach, ne, was er so da sagt. Aber ist okay für mich. Ach, aber irgendwie glaube ich, dass zwischen Franzi und Kelvin, das wird keine tolle Liebesgeschichte mehr. Aber kein Problem, denn dafür haben wir davon bei Are You The One ja noch ein paar andere, wie zum Beispiel die zwischen Cecilia und Maurice. Und die verstehen sich wirklich super. Außer sie versuchen, wie zwei normale Menschen miteinander zu reden, dann gibt's jedes Mal eine Katastrophe. Meine Freunde, ich bin safe, danke, Alter. Nein, die stehen auf sowas wie dich nicht. Die stehen 100% auf sowas wie mich. Auf was stehen die denn? Die stehen auf große, gut aussehende Männer. Nein, du bist ein bisschen von meinen Freunden. Hundertprozentig. Nein, lass uns, ey, neutral im Club gehen, ich schwör's, Mama. Das interessiert mich ein Scheißdreck, dann mach das doch selber. Boah, wie kann man so Probleme haben, jetzt mal ehrlich. Warte mal, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Cecilia wollte einen Scherz machen, dann hat Maurice sich aufgeregt, dann hat Cecilia sich aufgeregt, weil Maurice sich aufgeregt hat und dann ist alles explodiert? Irgendwie finde ich das geil. Cecilia, übertreib deine Lage. Also halt deine Klappe. Oh Gott, übertreib deine Lage. Ja, ich übertreib meine Lage. Du kannst mit deinen anderen Spaß spielen, aber nicht mit mir. Ja, das ist so richtig, aber ist besser. Ja, okay, dann sind die halt auch keine tolle Liebesgeschichte mehr, kein Problem. Dann gehen wir doch weiter zu Micha und Anna. Und die sind immerhin mehr on und off als ein Lichtschalter mit einem Wackelkontakt. Das wollte ich aber nicht. Ja, dass du jetzt hier von Bett zu Bett steigst. Ich bin hier so eine kleine Wanderhure. Hä,
Hat Micha gerade das böse Wort zu Anna gesagt? Alles klar, und das wird später noch ein Riesending. Aber erstmal gab es dann eine wundervolle School-Party, die keinen Sinn ergeben hat, bei der Franzi interessanterweise ein bisschen aufgetaut ist. Und der Mann da an ihren Lippen, das ist eindeutig nicht mehr Kelvin. Ja, also Luca hat mich geküsst, war cool. Aber auch Anna und Micha haben ihre wundervolle Diskussion von vorhin noch ein bisschen weitergeführt und glücklicherweise hat er sie immerhin ausnahmsweise mal nicht beleidigt. Nein, im Gegenteil, er hat's mal mit Romantik probiert. Ich stell mir vor, es gäbe eine Reunion zwischen uns beiden. Was soll ich mir dann vorstellen? Das ist eine krasse Love Story werden. Okay, und hier könnte man ja sagen, oh, das ist ja ein bisschen süß von Micha, wenn er sich wirklich vorstellen könnte, dass zwischen ihm und Anna vielleicht was Festes wird. Allerdings verkackt er es dann original direkt im nächsten Satz wieder. Und ich weiß natürlich, dass ich mich hier relativ oft rüde über den Intellekt der Kandidaten aufrege, aber ich muss an dieser Stelle wirklich mal loswerden. Normalerweise, ich mag die und ich halte sie auch nicht für blöd. Micha allerdings ist, glaube ich, unironisch echt keine helle Kerze. Glaubst du, du könntest dich in mich verlieben? Aber glaubst du, du könntest dich auch in ein anderes Tier verlieben? Ja. Ja, nämlich mit Selina. Aber die möchte eigentlich auch gar nicht mehr so richtig was von Micha. Und so langsam verkackt das sich, glaube ich, einfach bei jeder. Der Micha und ich, wir waren ja sehr innig, sag ich mal so. Er will weiter kennenlernen, ich will weiter kennenlernen. Aber er hängt ja auch noch an der Anna. Genauso wie ich mich mit dem Kelvin gut verstehe. Klingt kompliziert und das wird gleich noch komplizierter. Nämlich bei der wundervollen nächsten Matching Night, bei der Gina hauptsächlich vor der Moderatorin Angst hatte. Wenn man immer so ein bisschen eine Breitseite bekommt, weil Sophia ist ja mega direkt, so, dann hat man schon so ein bisschen Respekt davor. Okay, was kommt heute? Hast du was Falsches gesagt? Und ich habe mich auch schon auf die Moderation von Sophia Tomala gefreut, aber ich bin ganz ehrlich, so richtig hart war die diesmal nicht. Aber immerhin hat sie einfach nochmal Ricarda beleidigt, wie bisher einfach jedes Mal. Und langsam habe ich wirklich ein bisschen das Gefühl, das ist was Persönliches. Ansonsten war es aber, wie gesagt, einigermaßen harmlos. Gina lässt sich von 15.000 Flocken in Versuchung führen. Die Gruppe macht eine Riesenwelle und zwar so heftig, dass von der Nachbarinsel gleich ein neuer angespult wird. Unser Temptation Island Felix, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Das war's mit meinem Monolog. Immer gut zu wissen, wann man aufhören sollte zu labern. Ich war Ricarda. So. Danke. Heute durften dann wieder die Frauen wählen und als erstes war Cecilia dran und normalerweise, bin ich ganz ehrlich, würde ich jetzt erwarten, dass sie Maurice nimmt. Stattdessen hat sie aber doch lieber ein wenig die Gelegenheit genutzt, um über ihn zu lästern. Und naja, hat er ja auch irgendwie einfach verdient. Ja, unser Drama, was soll ich sagen? Also wir haben so ein On-Off-Ding so. Und morgen sieht es vielleicht wieder anders aus. Mhm. Ich weiß es selbst nicht, ich bin gespannt. Wie steht es denn um Maurice Eifersucht? Ja, das ist schon sehr erstaunlich. Ich dachte schon, ich bin eifersüchtig, aber der ist noch ein paar Stufen höher. Anderes Level? Anderes Level. Okay. Also wenn ich mich mal manchmal mit jemandem unterhalte, dann... Kriegt er schon die Flocken, oder? Ja, dann kriegt er schon eine Panik. Keine Ahnung. Jetzt gerade favorisiere ich für Perfect Match noch jemand anderen. Autsch, das hat gesessen. Und dann hat Cecilia sich für Amadou entschieden. Und Maurice hat nochmal bewiesen, dass er überhaupt nicht so eifersüchtig ist, wie eben behauptet wurde. Indem er eifersüchtig wurde. Bin mir sicher, in seiner Welt ergibt das wieder irgendeinen Sinn. In unserer natürlich nicht. Bist du eifersüchtig auf Amadou, nein. Maurice? Kleines bisschen? Ja, ein bisschen. Als nächstes war Anna dran und von der wollte Sophia völlig zu Recht nochmal wissen, wie die sich eigentlich fühlt, nachdem Micha jetzt dieses wundervolle Wort zu ihr gesagt hat. Und man merkte deutlich, ja, das beschäftigt Anna noch, verständlicherweise. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht gesagt hat, weil ich die Betten so oft wechsle, aber nicht meinen Partner. Mhm. Nein, sie ist mal hier, mal da, jetzt die letzten Tage gewesen. Und deswegen, also doch nicht auf dem Bett. Ich konnte sie ja nie einschätzen, so richtig. Ich habe den Typen ja noch nicht mal gewechselt, sondern einfach nur das Bett und musste gucken, wo ich schlafe. Und denkt mir doch so, ja, der hat das wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. So wie, ach, ich bin einfach zu gutmütig, ne? Uff, und bevor Anna dann überhaupt noch ihre Wahl verkünden wollte, wurde dann auch noch die nächste Person mit Selina mit reingezogen. Und ich sag's ja, so langsam hat Micha wirklich bei jeder verkackt. Anna, findest du, dass Micha ein Spiel mit Selina spielt? Es ist natürlich witzig, wenn er mir sagt, wenn ich dann zurückkommen möchte, wieder zu ihnen in sein Schlafzimmer, würde er Platz machen. Mhm. Für Selina, was sagst du dazu? Ich bin mega enttäuscht.
Ich war auf 180. Gut, dann bleibt jetzt natürlich nur noch irgendwie die Frage, wen wählten Anna dann? Und ich bin ganz ehrlich, das hat mich jetzt echt überrascht. Und ich glaube, den Gewählten selbst auch wenn er sich sehr darüber gefreut hat. Ich wähle heute Pharrell, weil Pharrell und ich, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Und ich dachte, das ist jetzt mal hier Zeit für was Neues. Pharrell. Wundervoll. Und danach war dann Franzi dran. Und da hätte ich jetzt gesagt, dass sie entweder Calvin wählt, so aus alter Verbundenheit, oder Luca, weil sie den ja geküsst hat. Stattdessen hat sie sich allerdings für jemand völlig anderen entschieden, was sie eigentlich aber selbst gar nicht wollte. Und dazu kann ich nur ein Wort sagen, nämlich... Hä? Den Micha. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine doofe Wahl. Ich komme trotzdem. Mit doofe Wahl meinte Franzi dann übrigens in erster Linie, dass sie es echt kacke fand, wie Micha Anna bezeichnet hat. Und das wollte Sophia dann sowieso auch nochmal ganz genau wissen. Und Micha hat dann wieder mal verzweifelt versucht, sich rauszureden, sich aber in Wirklichkeit immer tiefer reingeritten. Da habe ich ja gerade schon gesagt, so, die ist überall und nirgendwo. Und deswegen kann ich sie dahingegen schlecht einschätzen, wie gesagt. Sie sagt zwar, da ist nirgendwo was, aber hat mit jedem Spaß hier und... Ja, aber du tingelst doch auch von Frau zu Frau. Hat er doch gerade doch selber gesagt. Du widersprichst, es macht keinen Sinn, was aus deinem Maul kommt. Kein Sinn. Yep, das von Anna kann ich nur sechsfach unterstreichen. Und auch das, was Selina gleich sagt, das stimmt einfach zu 100%. Boah, Alter, Micha ist so unangenehm. Es ist scheiße, wie er hier mit der Anna redet. Ich find's mega beschissen, richtig scheiße. Respektlos. Micha allerdings hat das alles wieder runtergespielt und war der Meinung, so schlimm ist das gar nicht und er wird trotzdem irgendwie am Ziel ankommen und all diese Frauen noch in sein Bett locken können. Aber gut, Micha meint natürlich auch, dass es cool aussieht, wenn man seine Augen immer nur 3% öffnet. Wer mich mag, der mag mich. Und wenn nicht, der kann mich. Ganz ehrlich so, diese Schiene. Die nächsten Wahlen waren eigentlich gar nicht so spannend. Ich lese sie euch aber natürlich trotzdem vor. Also Ricardo hat sich für Max entschieden und Zoe für Luca. Und dann hat Selina ausgerechnet den Verliererpokal Fabio freiwillig genommen. Und weil er sich so gefreut hat, hat Fabio gleich mal ein Sprichwort verprügelt. Ganz entspannt. Wir gehen langsam, Pfote nach Pfote. Ja? Ja. Step by step. Aber zumindest, okay. zumindest haben wir jetzt eine Möglichkeit. Ja. Und das ist ganz schön. Danach hat Carina sich dann für Martin entschieden und Isabel für Maurice. Und dann blieb nur noch Gina. Allerdings mit Calvin und mit Felix gab es noch zwei Männer zur Auswahl. Und da wollte die Moderatorin von Calvin gleich mal wissen, wie er sich dabei so gefühlt hat. Calvin, ja? Wie fühlst du dich hier in der Ménage à Trois? Gut. Also, weißt du, was das heißt? Nee. Aber wer weiß das denn schon? Ménage à Trois. Welcher normale Bürger weiß denn, was das heißt, Alter? Sag mal bitte. Gute Frage und deswegen möchte ich das jetzt an euch weitergeben und werde es selbst auch nicht übersetzen. Also jeder von euch, der das weiß und Lust hat, der kann das bitte mal in die Kommentare schreiben und dann zeigen wir Calvin mal, wie klug wir als Community so sind. Und währenddessen hat Gina dann übrigens ihre Entscheidung verkündet. Und das war dann interessanterweise streng genommen keine für Felix, sondern eher eine gegen Calvin. Das ist für mich auch schon so ein bisschen so, okay, ich kann Calvin eins reinwürgen, weil Calvin nicht mit offenen Karten mit mir gespielt hat. Und deswegen tut es schon ganz gut, wenn ich so ein bisschen gegen ihn spiele. Cool, damit hatten auf jeden Fall dann alle einen Partner, außer Calvin. Der musste ganz alleine und traurig in der Ecke stehen. Und wenn er Pech hat, kann es für ihn sogar noch blöder kommen. Sollten heute alle 10 Spots angehen, gehst du leer aus. Alle Matches sind eingeloggt. Okay, wenn es dazu kommen soll, dann müssen wir jetzt aber natürlich erstmal wissen, wie viele Lichter angingen. Und das hat RTL in dieser Folge dann immerhin mal so halb verkündet, mit einem hässlichen Cliffhanger am Ende. Schon mal Glückwunsch. 2 Lichter habt ihr. Geht noch ein weiteres Licht an. Kommt ihr den 195.000 Euro noch ein Stückchen näher? Oder bleibt es bei 2 Lichtern? Ob es noch mehr Lichter sind, das finden wir dann gemeinsam in der nächsten Folge raus. Dann würde ich mich jetzt noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du Bock hast, was zu gewinnen, du hast es vermutlich vorhin schon im Intro gesehen, dann gibt es wieder mein tolles Gewinnspiel zusammen mit meinem Partner Instant Gaming. Ich packe dir das wieder ganz oben in die Videobeschreibung. Da findest du dann das Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen und alles Weitere. Es würde mich sehr freuen, wenn du jetzt draufklickst. Aber streng genommen musst du das doch sowieso wieder tun, denn sonst musst du jetzt eine Nacht mit Micha verbringen.